Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Frohe Weihnachten. Es ist ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, ob ich das so drin lasse. Ich wollte eigentlich was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, ich lasse es drin. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte was Weihnachtliches anspielen. Falls ich es drin lasse, kann ich einfach jetzt einmal sagen, hallo ihr Lieben und frohe Weihnachten nochmal für euch. Entschuldigt den Gesang. Vielleicht soll ich eine kleine Vorwarnung reinmachen oder sowas, keine Ahnung. Falls ich jetzt nicht vorweg gesungen habe, vergesst, was ich gesagt habe. Ich hatte irgendwie so ein ganz kleines, niedliches, war das niedlich? Weihnachtsspiel tatsächlich. Und es ist nicht Emily's Delicious Dingsbums. Wobei es eigentlich auch nett ist. Aber ich hatte was anderes. Wo ist denn das jetzt? Jetzt muss ich mal das wiederfinden. Ach, da. Okay, ich guck mal rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es sah niedlich aus. Ich hoffe, ich verstehe das einigermaßen, das Spiel. Es sah echt süß aus. Wir werden mal reingucken. Ich starte das jetzt einfach mal eben. Jetzt kriegt ihr kurz, glaube ich, ein... Okay, ich starte das Spiel. Wir nehmen das mal eben raus und gehen in das Spiel rein. Und ich hoffe... Wow! Ich muss mal eben die Option einstellen. Oh, danke. Erstmal die Lautstärke. Das ist echt süß, aber... Okay... Das möchte ich gerne ändern. Jetzt ist aber ein Vollbild. Oh, das ist ja eine Wahnsinnsqualität hier. Ich weiß gar nicht, ob das funzt. Nein, jetzt on. Spiel? Ah, okay. Funzt. Ich fürchte, ich werde mal eben... So, jetzt habt ihr ein Bild. Es ist immer noch sehr laut. Es ist, ich kann es nur auf 20% beschränken, merke ich gerade. Ich stelle das mal runter. Okay, wir spielen mal ein neues Spiel. Zucki, der Weihnachtself. Sehr schön. Zucki, der Weihnachtself. Okay. Oh. Schneemann. Okay, der schleicht sich an. Zielobjekte. Was? Hakan? Zielobjekte lokalisiert. Marsch, marsch. Jetzt muss alles schnell gehen. Oh, oh. Nein, was ist mit den Schneemännern? Was tun die? Björn, du und deine Einheit, ihr sichert den südlichen Zugang. Was ist das? Was meint der Chef? Hat die Sonne dir das Hirn angetaut, Björn? Ihr sollt aufpassen, dass von da unten niemand kommt. Erik, nimm einen deiner Männer und umstelle die Zielobjekte. Zu Befehl, Hakan. Die übrigen zu mir. Wir flankieren den Fluchtweg, damit keines der Zielobjekte die vorbestimmte Route verlässt. Nein,
Was tut ihr? Oh, eine Schneefrau. Schneefrauen sind auch mit dabei. Mache ich das so richtig? Du schaust in die falsche Richtung, Björn. Dreh dich um. So? Und etwas mehr zu mir. Du siehst doch überhaupt nichts. Nein, was tun sie? Hier sind die Rentiere. Treibt sie zu Hakan und den anderen. Kusch, ihr paar Ufer. Kusch, kusch. Oh, wie toll, es funktioniert. Du sollst dich umdrehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kusch. Du auch. Hier werden keine extra Möhren gesteckt. Operation komplett. Alle Zielobjekte konfisziert. Das war saubere Arbeit, was? Rückzug. Hinterlasst keine Möhren, Kohleknöpfe oder Schneerumpfschleifspuren. Oh Gott. Nein, sie haben die Rentiere vom Weihnachtsmann. Björn, wir gehen da wieder nach Hause. Ach so, wie schön. Da schaffe ich es heute noch auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht gibt es dort Eiswürfel mit Punschgeschmack. Björn, komm jetzt, bevor die Spitzohren hier auftauchen. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Operation Ewiger Winter. Ich weiß, ich kann es nicht mehr hören. Wir sollten uns jetzt wirklich beeilen. Ich glaube, da kommt jemand. Nein, Weihnachten fällt aus. Die Rentiere sind weg. Was ist das für ein Rumpeln und Poltern zu so früher Stund? Doch, nicht gar ein Poltergeist? Verpackt nochmal und zugebunden. Wo ist das Licht? Autsch, das war mein Zeh. Überall dieses Gerümpel. Warum muss ich auch als einziger von zu Hause aus arbeiten? Von zu Hause aus arbeiten ist nicht schlecht, bloß die Kantine ist scheiße, ne? Etwas weiter links. Gut so. Kipp den ganzen Krempel hier hin. Er redet. Und er poltert vor meiner Haustür herum. Die Kerze. Geister fürchten das Licht. Weiche vor meinem Flämmlein, böses Gespenst. Erledigt. Lass uns schnell zurückkehren. Vielleicht schaffen wir es noch pünktlich zur Krisenversammlung. Für Geister seht ihr aber ziemlich lebendig aus. Was macht ihr? Oh nein, was habt ihr mit meinem Vorgarten angestellt? Was machen die ganzen Kohlen hier? Zuki, du bist ja zu Hause. Natürlich bin ich das. Du weißt doch, dass ich seit dem Vorfall nicht mehr die Weihnachtswerkstatt betreten darf. Und nach getaner Arbeit habe ich mir ein wohlverdientes Nickerchen gegönnt. Rute binden ist anstrengend. Ach, gut, dass du das schon erledigt hast. Dann kannst du hier gleich weitermachen. Die Kohlen für die unartigen Kinder müssen verpackt werden. Och, nö. Wobei, vielleicht kannst du das auch sein lassen. Hä? Möglicherweise werden die Kohlen ohnehin niemals die Kinder erreichen. So wie die Geschenke. Wie? Was? Was? Warum? Was meinst du damit? Morgen ist Weihnachten. Komm mit zur Krisenversammlung, da wirst du es erfahren. Etwas sehr Schlimmes ist geschehen. Nutze zum Laufen einfach die Maus. Klicke auf einen Punkt an, den du laufen möchtest, mit der linken Maustaste. Weil du ja der Blöde bist, der die Kohlen und die Ruten bindet und nicht weiß, wie man läuft. Okay, ist das Tutorial. Möchtest du rennen? Halte die Shift-Taste gedrückt. Interagiert wird ebenfalls mit der linken Maustaste. Möchtest du ins Menü, benutzt du die rechte Maustaste. Hier kannst du auch speichern. Okay. Also, die müssen erstmal auf dem Bild marschieren, glaube ich. Richtig? Ja. Ui. Aha. Oh, mit dem Stern hier. Das ist ja hübsch. Das ist voll süß. Okay. Oh, ich kann hier überall. Kann ich hier überall hinlaufen? Na, nicht überall. Okay.
Hallo Hase, Schneehase. Schneehase? Ich kann... Nein, ich häng fest. Schneehase. Okay, ich kann den Hasen leider nicht fangen. Schade. Kann ich hier irgendwie interagieren? Da ist ein Schild. Schild? Kannst du Schild lesen? Rentierflughafen, Winterstadt, Rentiergehege und Weihnachtsmannwerkstatt. Okay, hier ist eine Axt. Kann ich irgendwie Holz hacken? Will ich Holz hacken? Warte mal, wo war die Weihnachtswerkstatt? Da, nach rechts laufen. Okay, alles klar. Dann gehen wir da mal hin, ne? Krisenversammlung. Was, was, was? Ich sollte erst einmal zur Konferenz des Weihnachtsmanns gehen, die westlich von hier liegt. Alles klar, ab nach Westen. Ah, oh ja. Die Rentiere sind alle weg. Meine lieben Elfen, ich habe euch rufen lassen, weil etwas geschehen ist. Weihnachten ist in Gefahr. All unsere treuen Rentiere sind verschwunden. Alle? Nun ja, alle bis auf Rudolf. Der war gerade beim Hufschmied. Aber das ist ja furchtbar. Wie sollen wir nun die Geschenke ausliefern? Die Kinder warten doch auf den Weihnachtsmann. Und darum brauchen wir einen Freiwilligen. Jemand muss die Rentiere finden und Weihnachten retten. Jemandem mit einem mutigen Herzen, der so schnell wie das Sternenlicht eilt und unsere Freunde sucht. Ich! Du, Zucki? Bist du dir auch ganz sicher, dass du der Richtige dafür bist? Oh nein, nicht Zucki. Erinnert euch an den Brand in der Weihnachtswerkstatt. Und alles nur, weil er der Meinung war, den Zuckerguss der Lebkuchenhäuser karamellisieren zu müssen. Karamell schmeckt nun einmal viel besser als purer Zucker, fragt die Kinder. Es gibt nicht umsonst Eis, Kuchen, Schokoriegel und so weiter mit Karamellgeschmack, aber nicht mit Zuckergeschmack. Zucki, ich weiß, du meinst es nur gut, aber wer diese Aufgabe übernimmt, auf dem liegt eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich kann das, Weihnachtsmann. Ich bin manchmal ein Tollpatsch, das stimmt, aber ich werde dir beweisen, dass ich zu mehr tauge als zum Rutebinden. Oder Cola einpacken. Bitte, Weihnachtsmann, lass es mich versuchen. Wenn dir so viel daran liegt, dann kann ich dir diesen Wunsch nicht ausschlagen. Mach dich auf die Reise, Zucki. Geh mit unser aller Segen und bring die Rentiere nach Hause. Rette Weihnachten. Und noch etwas. Sollte dir das gelingen, darfst du wieder mit den anderen in der Weihnachtswerkstatt arbeiten. Rudolf wird dich auf seinem Rücken tragen. Und wenn die Kinder euch sehen, wird es sein, als würden sie eine Sternschnuppe erblicken. Ah. Mögen ihre Wünsche euch begleiten. Ich werde dich nicht enttäuschen, Weihnachtsmann. Viel Glück, Zucki. Wie ist derjenige welche? Am besten, ich höre mich zuerst bei den Weihnachtselfen um. Irgendjemand hat bestimmt etwas gesehen. Los geht's, Rudolf. Muss ich darauf? Okay, Rudolf? Achso, der kommt nur mit. Okay, dann fragen wir mal. Wer bist du? Arwin. Zucki, ich habe gestern Nacht nach der Arbeit eine sehr merkwürdige Person hier herumschleichen sehen. Er hat viel vor sich her gemurmelt und ich hatte richtig Angst vor ihm. Ich sagte besser nicht, wo er hin wollte. Der Kerl sah richtig gefährlich aus. In mir ist einfach zu viel Angst, dass du ihn verfolgen könntest. Tut mir leid. Was? Überzeuge mich, dass du es schaffen kannst, wenn du nur die anderen 7 Rentiere findest. Erst dann verrate ich dir, wohin er reisen wollte. Na, vielen Dank auch. Okay, wir müssen also erst die anderen Rentiere finden, alles klar. Dann können wir dich noch fragen. Hallo? Hier war gestern ein Mann, den ich noch nie gesehen habe. Er bestaunte unsere Bäume und sprach, dass es so etwas in Grönland nicht gäbe, nur Eis. Waren da nicht noch mehr? Warte, abbrechen. Weihnachtsmann? Bisher hast du noch kein Rentier gefunden, Zucki. Beeile dich, Weihnachten rückt immer näher. War hier nicht noch ein Elf? Hallo? War hier nicht noch einer? Nee, da können wir nicht... nichts machen, okay. Können wir hier oben lang? Nein, können wir nicht. Ich dachte, hier wäre noch ein Elf gewesen.
Okay, dann müssen wir mal eben nochmal mit ihr reden, damit wir nach Grönland reisen können. Alles klar. Ja, ein Mann, bla, nach Grönland. Na gut, dann reisen wir nach Grönland. Wie spreche ich denn Rudolf? Wir sind da, Tuki. Nein, wegen der Nase? Nein. Ich weiß nicht, wie ich Rudolf sprechen soll. Wie spricht man ein Rentier? Wir sind da, Tuki. Nun liegt es an dir. Ich werde ab sofort immer am Anfang des Ortes auf dich warten, den du besuchst. Möchtest du zurückfliegen, sprich mich einfach an. Okay. Aha. Können wir hier irgendwie rein? Lesen? Was steht da? Pinguin schätzen. Anleitung. Was? Pinguin schätzen? Anleitung? Sieh genau hin, in welches Iglo gehen die meisten Pinguine. Oh, oh. Okay. Achso, das ist nur die Anleitung. Mehr kann ich nicht machen. Da rein kann ich auch nicht. Dann rede ich mal mit der Schneefrau hier. 17, 18. Oh Mist, schon wieder falsch. Pinguine im Wasser zu zählen ist gar nicht so einfach. Hallo Schneemann. Ich bin eine Schneefrau. Frigga heiße ich. Kannst du mir bitte helfen? Was soll ich denn machen? Ich habe Fisch für die Pinguine gekauft. Den möchte ich gerecht verteilen. In einem der Iglus wohnen mehr Pinguine als in den anderen Iglus. Aber ich weiß nicht, in welchem sie sind. Immer so Sie sind immer so schnell. Wenn sie nach Hause kommen. Was, wenn sie nach Hause kommen? Dass ich nur schätzen kann. Oh Gott, dieses. Ganz ruhig. Aber ich weiß nicht, ich bin etwas durcheinander wegen den Pinguinen und deswegen kann ich nicht vernünftig reden. Aber ich weiß nicht, in welchem sie sind immer so schnell, wenn sie nach Hause kommen. Dass ich nur schätzen kann. Sie wechseln immer mal das Iglo. Man weiß nie, wo nun die größte Familie hineingeht. Wenn man sie ungerecht behandelt, sind sie schnell beleidigt. Darum ist es wichtig, dass die größte Familie auch die größte Portion Fisch bekommt. Würdest du mir beim Schätzen helfen? Oh Gott, ich bin schlecht im Schätzen, aber gut. Kein Problem, ich helfe dir. Ich muss immer die richtige Menge der Zweige für die Routen abschätzen. Ich kann das inzwischen ziemlich gut. Was? Kann ich? Oh, okay. Aha. 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 Oh, oh. Oh, oh, was? Ich sage immer noch rechts. Das rechte Iglu. Oh, jetzt wird's aber gemein. Okay. Ach du Schande! Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. So, dann wollen wir doch einmal sehen, ob du gut geschätzt hast. In welchem Iglu sind die meisten? Im rechten Iglu? Na, dann fragen wir einmal den alten, weisen Pinguin, ob du recht hast. Richtig. Ich muss ja so reden wie ein Weiser, auch wenn ich unten aussehe wie ein Jungpinguin. Meine Familie freut sich sehr über die gerechte Verteilung. Ich danke euch sehr. Hey, wuh. Jetzt freue ich mich aber. Überall schmatzt es und keiner scheint beleidigt zu sein, weil er zu wenig bekommen hat. Nimm zum Dank das Rentier zurück. Ich mag Vögel sowieso viel lieber als Huftiere. Die klauen mir nicht ständig die Möhren. Irgendwie ist das ein bisschen crazy, das Spiel. Kann das sein? Warum klauen die Schnellmänner die Rentiere und jetzt kriegen sie das Rentier wieder zurück? Vielen Dank, Frigga. Und du, Rentier, abmarsch nach Hause. Der Weihnachtsmann wartet schon auf dich. Okay. Okay, das war's. Wir haben hier ein Rentier wieder gekriegt. So, da ist Rudolf. Rudolf, the red-nosed reindeer. Da kann ich aber nicht rein, ne? Nein. Ist hier in der Kiste irgendwas? Auch nicht. Da kann ich auch nicht rein. Ach, das war's. Hier kann ich auch nichts machen. Und da kann ich auch nichts machen. Okay. Hier geht es, glaube ich, auch nur so. Das war es jetzt hier? Halt. Nee, ich kann hier nur so rein. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Möchtest du zurückreisen, Tuki? Ich glaube, ja. So, wir haben ein Rentier wieder gefunden. Ich rede nochmal mit den Elfen.
Das Rentier aus Grönland ist vor wenigen Minuten wieder nach Hause gekommen. Du bist ein Held, Zuki. Okay. Der sagt uns aber erst, dass, wenn wir alle 7 haben, ne? Merkwürdige, ja. Angst, ich sag dir besser nicht. Erst, wenn du alle 7 hast, ne? Ja, ja. Hm. 7 Rentiere musst du noch finden, Zuki. Beeile dich bitte, du bist unsere letzte Hoffnung. Können wir mit dem Rentier reden? Ich meine, Rudolf redet doch auch. Nö, können wir nicht. Hm. Dann gehen wir mal den Weg hier zurück. Was? Was stand da eben? Okay, dann reden wir mal mit. Mich fragte gestern ein Mann mit viel zu großen Knöpfen auf dem Bauch nach dem Weg nach Spanien. Er sollte lieber Reißverschluss tragen als das. Was? Was? Mich fragte gestern ein Mann mit viel zu großen Knöpfen auf dem Bauch nach dem Weg nach Spanien. Er sollte lieber Reißverschluss tragen als das? Wo bin ich hier? Okay, wir reisen nach Spanien. Was ist das? Hola! Was? Nein! Was stand da vorher? Moment. Kann er das bitte nochmal sagen, was er eben gesagt hat? Nein! Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Kann ich mit den Leuten hier reden? Hallo? Nee, mit dem kann ich nicht reden. Mit dem vielleicht? Auch nicht. Mit dem? Nö, hier ist eine Puppe. Man kann mit denen gar nicht reden. Was ist das? Hallo? Oh Gott, die Steuerung macht mich ein bisschen kirre gerade. Aber da steht ja ein Schneemann. Hallo, guter Mann. Was tust du hier? Das ist Ulf. Okay. Die Kinder wollten gerne rodeln, aber ohne Schnee geht das leider nicht. Um sie aufzumuntern, habe ich einen Wettbewerb gestartet. Es ist ein Memory-Spiel. Wer alle Paare findet, gewinnt ein lebendes Rentier. Ein Rentier? Wenn das so ist, dann will ich es versuchen. Obwohl, die armen Kinder werden sicher traurig. Das Spiel ist ja eigentlich für sie. Aber ohne Weihnachten werden sie sicher noch trauriger. Ich lasse mir was für die Kleinen einfallen. Aber jetzt muss ich erst einmal das Rentier gewinnen. Wie du möchtest. Also, die Spielfläche besteht aus 20 Memory-Karten. Dreh die Karten um, indem du sie mit der linken Maustaste anklickst. Aktiviere auf dieselbe Weise nun eine weitere Karte. Sind die beiden Bilder gleich, hast du ein Kartenpaar gefunden. Wenn du alle Paare gefunden hast, gewinnst du das Rentier. Okay. Memory mag ich. Ja, und wie geht das? Ah, warte, nein. Brit Rentier. Hallo, kann ich auch bitte eben... Okay, ich... Ein Baum, ein Holzpferd, Spielzeug, ein Kranz, ein, wie heißt der nochmal? Wie heißt er nochmal? Das ist ein jüdischer Kandelaber, ne? Oh, Holzpferd. Schneemann, Weihnachtstanne, Spielzeug. Chimney, Fenster. Boah. Schneemann, oh Gott, warte. Ah, ach, da oben sind ja auch noch welche. Oh, Chimney. Schneemann. Panda. Kranz. Panda. Fenster. Oh, warte mal, die Weihnachtstanne haben wir doch hier irgendwo. Nee. Oh, hier. Und da. Da und wo war der nochmal? War der hier? Ja. Da war die Weihnachtstanne und da war die Weihnachtstanne. Hier ist der. Oh, das war der Bär. Sehr schön. Und der Bär und das Fenster. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Rentier. Viel Freude damit und kümmere dich gut darum. Wie einfach das jetzt auf einmal ist. Was ist denn los hier? Ich habe einen Stall zu Hause. Ich bin mir sicher, es findet allein den Weg dorthin. Komm, Rentier, du bist frei. Hey! Gib den Kindern bitte diese Karamellbonbons, Schneemann. Die kannst du nun für das Memory-Spiel als Gewinn verwenden. Sie reichen für alle Kinder. Okay, 5 Zuckerstangen, 5 Schokoladentafeln und 20 Karamellbonbons dem Schneemann gegeben. Alles klar.
Hab Dank, kleiner Junge. Gute Reise. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Der warme Wind kündet von meinem baldigen Abschied. Oh Mann, wie traurig. Okay, das war's jetzt. Wir können sonst nichts machen. Wir können sie nur umsehen. Okay. So, na dann zurück. Nach Hause. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch in der Straße. Wo ist der Bauarbeiter? Nein, der ist da reingefallen. Wir können aber auch nichts mehr machen. Ich kann hier nicht interagieren, ne? Na gut, Rudolf. Möchtest du zurückreisen, Zuki? Ich rede, glaube ich, jedes Mal. Spreche ich den anders, ne? Yay. So, pass auf. Die sagen uns ja sonst nichts, ne? Das heißt, wir müssen auch mal wieder zurück. Bei uns zu Hause ist aber kein Elf oder so. Doch, da, siehst du? Guck mal an. Ein dicker weißer Mann ist gestern hier herumgeschlichen. Er sagte, dass er Angst vor dem heißen Sommer am Balaton habe, dem Ungarischen See. Okay, wir reisen nach Ungarn, warum nicht? Ui. Gut, wir können hier sonst nichts machen. Ich kann mir nur die Karte ein bisschen angucken. Oh. Wer sagt's denn? Auf der Insel ist ein Rentier. War doch gar nicht so schwer zu finden. Noch eine Schneefrau. Hey, du! Du bist doch einer der Weihnachtselfen. Und du bist eine Schneefrau. Höchstpersönlich. Gib bitte das Rentier heraus. Der Weihnachtsmann braucht es. Wenn du es haben willst, dann hol es dir doch. Der See ist zugefroren. Geh ruhig. Na los, ich werde dich nicht daran hindern. Irgendwas ist hier faul. Wahrscheinlich kann man hier einbrechen. Schlittschuhfahrtanleitung. Ach du Schande. Schlittschuhe besitzt Zuki. Jedoch hat er mit dem Lenken so seine Probleme. Sobald er die Eisfläche betritt, kann er nur noch geradeaus fahren. Oh. Stößt Zuki an den Rand der Eisfläche oder an einen Stein, hält er an. Hier ist es nun unmöglich, die Richtung zu ändern. Erreicht Zuki die kleine Insel in der Mitte des zugefrorenen Sees, ist das Spiel gewonnen. Verstehe ich nicht so ganz, aber ich versuch's mal eben. Wow, Glatteis! Schnell die Schlittschuhe anziehen, zum Glück habe ich sie dabei. Das Dumme ist nur, dass ich kaum Schlittschuh fahren kann. Genauer gesagt kann ich nur geradeaus fahren. Aber wenn ich mich an den Stein und am Ufer abschiebe, sollte es funktionieren. Du kannst nicht gut Schlittschuh fahren? Ha, aber ich kann es. Hui. 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 Verdammt. Ach, toll. Hui. Hui. Nein, ich bin doch... Ach, ich muss genau da unten landen. Nein. Ah. Haha. Das war mehr Glück als Verstand. Du hast es tatsächlich geschafft. Das Rentier muss dir wohl sehr am Herzen liegen. Natürlich, die Rentiere sind unsere Freunde. Dieses Spiel, ey. Bring es wieder nach Hause. Es war nicht richtig, das zu tun. Möge die Sonne mir vergeben und mich nicht schmelzen. Danke, Schneefrau. Es ist sicher schlimm, solche Angst vor der Sonne haben zu müssen. Ich wünsche dir noch einen langen Winter. Danke. Komm gut nach Hause an den Nordpol. Ich wünschte, ich könnte dich dorthin begleiten. Und du, Rentier, Abmarsch nach Hause. Der Weihnachtsmann wartet schon auf dich. Yay! Yippie! Hui! Hui, nein, verdammt, jetzt muss ich den gleichen Weg wieder zurück. Ah. Muss ich jetzt echt den gleichen Weg wieder zurück? Oh Gott, wirklich? Nein. Oh, Jesus, wirklich? Hey, Leute, nein, muss ich jetzt echt den Weg zurück? Ah.
Toll. So weit waren wir schon mal fast. Ui. Hier irgendwie? Auch nicht. Wo denn? Hier bei Rudolf? Wo muss ich denn hin? Oh Mann. Hier? Nein, und halt. Oh Gott. Toll. Ja, ja, ganz, ganz easy hingekommen. Easy going, aber wie komme ich zurück? Oh, Gott sei Dank. Mann. Okay, ab zu Rudolf. Ja, wir möchten zurück. Das ist ein bisschen crazy, das Spiel, glaube ich. So, wir waren da schon. Da ist noch einer, den wir fragen können. Tomte. Mhm. Gestern Nacht traf ich einen dicken Mann mit langer Nase. Er sah traurig aus und sagte, dass er die Berge und seine Heimat in den Alpen gerade sehr vermisse. Ja, dann reisen wir jetzt auch noch in die Alpen, ne? Was soll's? Oh, oh. In der Schweiz. In der Schweiz. Okay, es sieht nicht gerade gut aus vom Wetter. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Schweiz, hast du doch gerade gehört. Huh? Hilfe, da geht es aber weit runter. Und du hast hier einen deiner Freunde gesehen, Rudolf? Ja, da hinten. Siehst du ihn? Ich spreche schon wieder anders. Was ist los mit dir, Rudolf? Das ist aber sehr weit hinten. Hoch, ein Weihnachtself. Was machst du denn hier in meiner Heimat? Die können über diese Entfernung kommunizieren. Ich möchte bitte das Rentier zurück, welches sie gestohlen haben. Es gehört doch dem Weihnachtsmann. Und schreien Sie bitte nicht so, dass wir noch eine Lawine auslösen. Nichts da. Es bleibt meine. Wir sind Freunde. Sie können doch auch gern Freunde sein, aber ohne das Rentier kann der Weihnachtsmann die Geschenke nicht verteilen. Zudem sind der Weihnachtsmann und das Rentier auch Freunde. Wollen Sie diese Freunde trennen? Nein, wahre Freunde sollte man nicht trennen, aber wir sind doch auch Freunde. Machen wir es so. Komm herüber und hol dir das Rentier. Dann darf es zurück. Ansonsten bleibt mein Freund bei mir. Holla, juhu! Warum haben Sie mit Ihrem Jodel eine Lawine ausgelöst? Nur ein kleiner Test. Wenn dir die Freundschaft wirklich am Herzen liegt, wirst du es schaffen, hier rüberzukommen. Aber pass auf die Stehbrocken auf. Nett. Na gut. Lawinengefahr, Anleitung. Hier muss Zuki starke Nerven und Reaktionsgeschwindigkeit beweisen. Schaffe es, ohne von der Lawine berührt zu werden, auf die andere Seite und gewinne somit dieses Spiel. Das klingt, als wenn wir am Meer wären. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, make a one-horse open sleigh. So, mal kurz gucken, jetzt. Zack, zack. Hurra. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wow! Oh, what fun. Das war ziemlich knapp, Zuki. Pass nächstes Mal bitte besser auf. Ich gebe trotzdem auf dich acht, damit du nicht herunterfällst. Ja, das merke ich, Rudolf. Du bist echt ein Freund. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Freut euch. Ich kann nur diese eine Strophe. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ich muss ja sofort relativ schnell weiter, glaube ich, ne?
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Entschuldigung. Nein! Jetzt wollte ich mal mutig sein, ey. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh Mann, das ist ja nervig. La 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 la. La 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 la. Uah. La 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 la. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Warte mal, da kommt keiner runter, ne? Zack, 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 zack. Nee, da ist keiner. Ich fühle mich wie einer am Meer. So. Ah! Oh, Entschuldigung. Nicht hysterisch werden hier. Da kommt auch keiner runter, ne? Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kommt da noch einer? Da müsste aber auch einer runterkommen, glaube ich, oder? Nicht? Wahrscheinlich gleich, wenn ich loslaufe. Da ist keiner? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Oh, was? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Entschuldigung. Meine Interpretation. Es kommt immer noch einer darunter? Hä? Willst du mich für Hunde piepeln? Jingle bells, jingle bells. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Oh, what fun it is to ride. Dashing through the snow, make a one-horse open sleigh. Okay, dann muss ich dann da, wenn der runtergefallen ist, und dann warte ich mal eben hier. Oh. Da kommt auch einer runter. Und da müsste auch einer runterfallen. Ja. Oh Gott. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells, jingle bells. Warte, na, na, na. Okay, da wäre ich sicher. Glaube ich jedenfalls. Wäre ich da sicher? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Entschuldigung, das musste fürchterlich sein für euch gerade. Das ist für mich gerade fürchterlich. Da 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 da. Nein! Ach! Nein, das sagt kein Weihnachtself. Halt dich zurück, Suki. Zuki. Zuzuki. De 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 de. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ich sehe die Facepalms hier schon direkt vor mir. Was tut sie da? La 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 la. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell. Wo ist der andere jetzt? Es kommt nur noch einer runter. Jetzt kommen wieder zwei runter, okay. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Like a one-horse open sleigh. Oh Gott, ihr tut mir schon leid. Ja, und dann kommt da keiner. Sehe ich das richtig? Der und der und der. Oh Gott, eins, zwei. Und hier müsste ich stehen bleiben dürfen. Oh Gott, das macht mich fertig. Aha. Aha. Kann ich da rechts und da rechts stehen bleiben? Jetzt kommen die auf einmal zwei auf einmal. Willst du mich verhohne piepeln? Okay, da kann ich stehen bleiben, ja? Und da kann ich auch sicher. Ich muss mich nur beeilen. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. La 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 la. Wo ist der andere? Da kommt noch einer runter, ich wusste es. So, und da kommt einer runter. Ist da frei? Ich will das Nervige bloß nicht normal machen, ne? Nein! Ich wollte nach rechts laufen, verdammt. So, eben nochmal warten. Warten, warten, warten. Jetzt. Und dann da stehen bleiben. Oh, das ist ja nervig. Mann, ist das nervig. So, jetzt kommt da einer runtergefallen. Da kommt einer runtergefallen. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Du hast es wirklich geschafft durch diese gefährliche Lawine. Die Freundschaft muss dir wirklich viel bedeuten. Gib mir das scheiß Rentier, Leif. Na dann geh, kleines Rentier. Die sind wirklich gute Freunde für dich. Halt mich ein wenig in Erinnerung. Ein Wiedersehen würdest du leider nicht geben. Der Winter ist nicht mehr allzu lang. Armer Schneemann, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber weißt du was? Sobald alle Geschenke ausgeteilt wurden, kommen wir wieder und besuchen dich. Ja klar, red mal weiter, Zucki. Aber dieses Mal ohne Lawine. Hey, ich verspreche es. Ich freue mich darauf, euch noch ein letztes Mal wiederzusehen. Ein allerletztes Mal. Juhu! Tippi! Okay, was muss ich jetzt? Ich muss den Weg wieder zurück. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss den Weg wieder zurück. Echt? Echt jetzt? Wo ist die Lawine? Ich traue dem Frieden nicht. Oder doch? Okay. Dann ist Leif doch mein Freund, ja? Okay. Wenn da jetzt zum Schluss noch ein Ball kommt, ne, dann schrei ich. Okay, dann ist ja gut. Ich dachte jetzt gerade, wir müssten den ganzen Scheiß nochmal machen. Nur andersrum. Geschafft! Oh, what fun it is to ride on a one-horse open. Möchtest du wieder zurückreisen, Zucki? Ja, nicht hier weg hier. Okay, gut. Boah, haben wir das auch. So, da unten waren wir schon. Hier waren wir noch nicht, ne? Was? Was sagt der? Was hast du ihm gesagt? Hä? Du
schade, in die Stadt darf ich nicht mehr und dies nur wegen diesem kleinen Unfall. Ach so, okay. Und da oben hin? Alles klar. Oh. Okay. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich habe einen Mann in einem unförmigen weißen Mantel gesehen. Er murmelte vor sich hin. Ich verstand ihn nicht, aber er hatte einen Tiroler Akzent. Jetzt reisen wir nach Tirol. Ich habe alles möglich jetzt eben gerade gelesen, aber es ist ja egal. So, ich weiß jetzt schon, wir müssen zu dem Schneemann, ist mir klar. Wir können uns, glaube ich, sonst hier nur umsehen. Kann das sein? Ja. Oh, doch nicht. Ja, ich habe es meinem Mann immer gesagt. Schneemänner haben eine Seele. Man muss sie nur lange genug beobachten, dann bemerkt man es. Aber was hat der Arme nur? Eigenartig, unser Schneemann bewegt sich und scheint irgendwie in Panik zu sein. Oh, ich krieg das nicht immer in den Stimmen, Entschuldigung. Okay, der ist in Panik, der Schneemann. Na, was hat der kleine Schneemann denn? Der Schneemann da in dem Garten sieht aus, als ob er vor irgendetwas panische Angst hätte. Hallo, kleiner Schneemann. Da! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Ich würde dir ja gern helfen, aber ich weiß gar nicht, wovor du dich überhaupt fürchtest. Knospe! Wie? Da, hinter dir! Sind überall Frühblüher! Nun ja, der Winter ist dieses Jahr recht mild. Vielleicht künden sie vom nahenden Frühling. Das ist ja furchtbar. Hilf mir. Stampf sie ein, bitte. Du bist doch einer der Elfen vom Weihnachtsmann, stimmt's? Bitte hilf mir. Ich gebe dir auch das Rentier zurück, bitte. Die armen Blumen. Aber was tut man nicht alles, um Weihnachten zu retten und einem Schneemann zu helfen? Gut, ich helfe dir, aber wie? Stell dich neben eine Knospe, die aus dem Boden kommt, drück nun die linke Maustaste, um auf sie drauf zu springen. Und dann trampelst du sie nieder. Okay. Hallo? Ha! Nimm dies, du Blüte. Du Frühblüher. Ah, ich vernichte euch alle. Okay, das bringt nichts. Ich muss hier irgendwie stehen bleiben. So, genau. Jetzt kommt die da raus. Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Die hat mich doch gerade erwischt. Genau die gleiche. Warum kommt die da wieder raus? Das ist aber ein hartnäckiger Frühblüher. Hallo? Nee, jetzt muss man eben hier bleiben, dass wir... Ah, die werden dann... Ein bisschen milchiger, ne? Vom. So, die müsste, glaube ich, jetzt erledigt sein, oder? Kann das sein? Ich bleib mal erstmal eben hier in diesem Bereich, oder? Hm. Blink. Ja, nun komm, kann hier unten mal bitte wieder ein Frühblüher auftauchen? Hallo? Zerstöre die Frühblüher. Was ist das für ein Spiel? Ach, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du hast mir das Leben gerettet. Fast wäre ich vor Angst geschmolzen. Oder hätte gelben Schnee gemacht. Glaubst du wirklich, es sind die Frühblüher, welche den Frühling bringen? Natürlich tun sie das. Ist es doch nicht normal, dass es jedes Jahr warm wird, sobald es überall grünt und blüht? Nimm zu Dank dieses Rentier. Jedes Mal, wenn es mit den Hufen nach Gras scharrt, erinnert es mich an das nahende Ende. Armer Schneemann, ich wünschte, ich könnte mehr für ihn tun. Wenigstens hat er jetzt erstmal keine Angst mehr. Und du, Rentier, abmarsch nach Hause. Der Weihnachtsmann wartet schon auf dich. Ein besorgter Schneemann sozusagen. Juppie! Gut, das heißt, wir können jetzt wieder nach Hause.
Kann ich nochmal mit denen reden? Potzblitz, was hast du mit meinen Blumen gemacht? Ups, Entschuldigung, Heinz. Ja, mir scheint es ihm ja wieder gut zu gehen. Das beruhigt mich. Ich hoffe, der Winter ist noch sehr lang. Möchtest du zurückreisen, Zucki? Ja. So schön Tirol auch ist, müssen zurück. Okay, So, warte mal. Ich glaube, wir konnten. Hier oben war, glaube ich, noch einer, ne? Genau. We wish you a Merry Christmas. Mit ihr haben wir noch nicht gesprochen. Ist das die Einflugschneise? Ich glaube. Oder bist du? Elora. Hier war ein fremder Mann, als ich... Hier war ein fremder Mann, als ich ihn fragte, was er hier will, antwortete er, dass er hier rodeln wolle. Daheim in Dänemark gäbe es fast keine Berge. Oh, nach Dänemark, klar. Weihnacht am Strand. Was macht denn... Schießt ihr auf die Tiere? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Nimm das, du blödes Langohr! Vermaledeite Frühlingserbeter, der Schnee möge euch holen! Hey, du da! Hör auf, die armen Tiere mit Schneebällen zu beschmeißen! Was? Arme Tiere? Boten der Wärme und des Frühlings, würde ich sagen. Besonders die Hasen, das sind die Schlimmsten bei ihrem Osterfest. Jemanden, der so gemein ist wie du, traue ich auch zu, dass er unser Rentier entführt hat. Wie wäre es, wenn ich dich mit Schnee beschmeiße? Ziemlich großes Mundwerk, aber nicht ganz dumm. Hör zu, wir spielen ein kleines Spiel. Wenn du mich besiegst, gehört das Rentier dir. Du musst mich 10-mal treffen. Dann hast du gewonnen. Was sagst du dazu, Hosenmatz? Ich bin dabei. Du wirst es sowieso nicht schaffen. Los, geh zu dem Schneehaufen da oben rechts neben dem Schild und klicke ihn mit der linken Maustaste an, um mit dir 10 Schneebälle zu formen. Mehr kannst du, kleiner Wicht, eh nicht auf einmal tragen. Dann tritt nach links, dort werde ich sein und du kannst mich versuchen zu treffen, indem du die Leertaste drückst. Aber, du darfst nicht über die unsichtbare Linie treten und du kannst nur aus einer gewissen Entfernung schießen. Probier es aus. Eine unsichtbare Linie? Wie unfair ist das denn? Okay. Hallo? Ja, so. Schneeballschießen, Anleitung. Der Schneemann eröffnet eine Schneeballschlacht. Stell dich vor dem Schneehaufen links, bla, klicke ihn mit der linken Maustaste. Zucki wird nun automatisch Schneebälle formen. Aber Zucki formt auf einmal nur maximal 10 Schneebälle. Bitte nun, okay, mit der Leertaste zu treffen. Ich habe keine Schneebälle zum Werfen. Denn ich weiß ja auch jetzt nur, dass man hier draufklicken soll. Fertig, jetzt habe ich genug Schneebälle. Wo ist denn die unsichtbare Linie? Oh, warte. Fertig. So, jetzt habe ich wieder 10. Hör mal auf zu schmeißen, du... Ihr schmeißt sofort einen blöden... Hä? Das ist die unsichtbare Linie, ne? Mann, du blöder Schneemann. Hör mal auf, jetzt dich zu bewegen. Hä? Oh, der macht mich kirre, der Typ. Oh, die Steuerung ist ja grottig. Apropos Steuerung, ne? Ja, Ding, jetzt habe ich genug Schneebälle. Hör auf zu schmeißen, Mann. Du schmeißt schon mal vorher. Hä? Oh, der blöde Baum. Jetzt ist die Natur ab hier. Ich habe ihn tatsächlich einmal getroffen, so ein Wetter. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Eigentlich hätte ich ihn jetzt auch nochmal treffen müssen. Ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Es ist von der Steuerung. Katastrophe. So, hol dir nochmal Schneebälle, ja. Ja, nein, 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 nein. Ja, Schneebälle. So. Und gut, dass der mich nicht treffen muss, ey. Oh, schieß doch nicht nach unten, Mann. 11. Mann, 11. Ich
weiß gar nicht, warum der nach unten schießt. Ha! Reingelaufen. Okay, 5 immerhin haben wir ihn jetzt mal 5-mal getroffen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hallo Hase. Genügend. Ach komm. Ja. Nimm dies. Und dies, Erik. Du Schneemann. Nein, nicht nach unten schießen. Huch, nein! Wir haben auch ein Menü, stimmt. Wow. Was ist denn das? Ist das ein Eisbär? Oh, Schneemann, mach's mir doch nicht so schwer. Oh, Gott sei Dank, 7-mal haben wir ihn jetzt schon. Yeah. Oh, Kiddings. Ja. Komm, 2-mal noch. Bitte. Zuki. Zuki, was auch immer. Danke. Ja. Ja. Vereist nochmal und zugeschneit. Du bist gut. Du hast dir das Rentier ebenso verdient wie mein Respekt, yo, Bro. Willst du dann aufhören, die Tiere zu bewerfen? Mal sehen. Ich denke darüber nach. Irgendjemand muss die Frühlingsboten ja aufhalten. Was für ein Winterfanatiker. Aber ein wenig kann ich deine Angst vor dem Frühling schon nachvollziehen. Komm, Rentier, ab nach Hause mit dir. Tippie. Okay, wie viel haben wir jetzt eigentlich? So. Möchtest du zurückreisen, Zuki? Ja, will ich, danke. Wir zählen mal eben. 6, 7. Zählt Rudolf? Gestern Abend, merkwürdig, ich sagte besser nicht, wohin er wollte. Überzeuge mich, indem du die anderen. Okay. Also brauchen wir nur noch ein einziges. Konnte ich da lang? Nee. War denn hier noch irgendjemand, den wir fragen konnten? We wish you a Merry Christmas. We wish you. Da ist noch einer. Alvin, alles klar. Und die Chipmunks. Was? Bei mir erkundigte sich gestern ein Fremder danach, ob es hier keinen Pflaumen. Was? Ob es hier keinen Pflaumentoffel gäbe, wie auf dem Dresdner Striezelmarkt. Gibt's das echt? Pflaumentoffel? Was ist denn Pflaumentoffel? Wir reisen nach Dresden. Vielleicht finden wir es raus. Ab nach Dresden. Oh, ein Weihnachtsmarkt. Wir können aber mit den Leuten ja nicht reden, ne? Oh, Björn! Aber ich wollte das doch gar nicht! Siegfried! Mein Herr, bleiben Sie doch ruhig! Keiner reißt Ihnen den Kopf ab! Aber sie schauen so böse. Was ist denn hier los? Ach, nichts Besonderes. Der Herr in Weiß hier macht sich nur zu viele Gedanken. Unsere schöne Stadt hatte vor lauter Marktständen keinen Platz mehr für einen Weihnachtsbaum. Darum kam meine Künstlerseele auf die Idee, einen Weihnachtsbaum auf die Bodenkacheln zu malen und diese hier auszubreiten. Leider ist der Herr hier neben mir über mein Kunstwerk gestolpert und hat alle Kacheln durcheinander geworfen. Ich habe versucht, wieder alles richtig anzuordnen, aber ich habe es nicht geschafft. Und nun will er meine Möhre als Künstlerbedarf nutzen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Mein Herr, das stimmt doch gar nicht. Und ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, das bekommen wir schon wieder hin. Aber hier geht es um etwas winterlich Wichtiges. Ich würde alles tun, um Ihr Kunstwerk wieder zu reparieren. Selbst mein Rentier würde ich abgeben.
Dann helfe ich dir. Wenn ich das Kunstwerk wieder zusammengesetzt habe, bekomme ich das Rentier zurück. Wie kann ich denn das Bild am besten wieder zusammensetzen? Das ist sehr freundlich, junger Mann. Klicke mit der linken Maustaste einfach eine Kachel an. Hat sie neben sich einen freien Platz, wird sie einfach verschoben werden. Oh weh, da bin ich nicht so gut drin. Oh, und sowas bin ich echt schlecht. Kann man das auch resetten? Das kommt in die Ecke, alles klar. Und das kommt unten drunter und dann kommt das. Ja, toll. Und das war's dann auch schon dann mit dem, was passt. Wow, fertig. Nein, das muss komplett ausgetauscht werden. Oh, habe ich schon gesagt, dass ich das nicht kann? Ja, nee, das nützt mir nichts. Oh Gott. Warum gibt es nicht wie beim Wimmelbild, dass man das überspringen kann? Jetzt muss... Fertig. Kann man das resetten, bitte? Nicht schlecht, aber so richtig sieht es nicht aus wie mein Original. Kann man das resetten? Warum kann man das nicht resetten? Oh Gott. Ich hasse sowas. Mann, die Kacheln kann man hochnehmen und dann vernünftig hinlegen. Ich kann das nicht. Ich werde das nochmal komplett ändern müssen. Warte mal. Das ist richtig. Das muss dahin. Auch richtig. Jetzt kommt das dahin und das kommt dahin. Oh, ich hasse es. Das hatten wir doch einfach schon einmal. Irgendwie bekomme ich es einfach nicht hin. Damit ist Weihnachten hin. Du, 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 du.
Warum kann man das nicht resetten, wenn wir nochmal von vorne anfangen? Vielleicht mit Rudolf wieder zurück und dann nochmal wieder hierher kommen oder sowas. Ich meine, Dresden ist wunderbar. Ich würde da gerne nochmal wiederkommen, wenn ich kann. Ja. So, jetzt reden wir noch. Oh, jetzt muss ich... Ist das ein Resetted? Ich hoffe. Ah, ich kann sowas nicht. Es gibt auch keine Lösung dafür. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, bla. Okay. Kann das sein, dass es doch genauso ist wie vorher? Es resettet sich nicht. Sehr schön. Okay, pass auf, die Puppe. Jetzt momentan drehe ich das gerade nur im Kreis. Das ist total erschlossen. Boah. Muss ich mir alles verdrehen. Oh Mann. Kommt dahin. Das ist die falsche Reihenfolge. Der müsste eigentlich da drunter sein und dann der dahin.
Oh, ich hasse das Spiel. Ich kann das nicht. Warum gibt es denn hier keine Lösung? Optionen. Keine Ahnung. Gegenstände. Ich habe keine Gegenstände. Gibt es hier Gegenstände, die man im Inventar haben kann? Ja, ich hoffe, dass schon. Ja, blöder Schneemann. Mensch, warum hast du es so durcheinander gebracht? Oh, warte mal. Es wäre sogar logisch, wenn man was hinmachen müsste. Ist mir schon klar. Man müsste das aufdröseln, aber. Oh, das macht mich kirre. Warte. Ja. Nee. Doch, egal. Oh, warte. Ja, er hat es tatsächlich geschafft. Ich freue mich so. Und als Belohnung erhältst du das versprochene Rentier. Ja, Kleiner, komm her. Oh Gott, danke. Danke, Schneemann, dass du mir das Rentier zurückgegeben hast. Gern doch. Eigentlich war die Rentierentführung auch Hakans Idee, weil, ach, eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Ich verweile hier noch einen Moment. Dann muss ich auch schon weiter. Ich will noch einen Glühwein trinken. Verstehe, viel Spaß noch. Ich muss ebenfalls weiterziehen und ich hasse so ein Spiel. Komm, mein Freund, ab mit dir nach Hause. Juhu! Huch! Der sah ihm auch auf einmal anders aus. Ein wundervolles Motiv, nicht wahr? Jawohl, Siegfried. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, das Kunstwerk zu reparieren. Dich erst. Okay, dann zurück. Jetzt haben wir die 7. Das heißt, der andere erzählt uns jetzt, wo der Hakan ist, ja? Wir reisen zurück, ja. Gut, wer war das? Der war das. Hallo? Sprich! Zuki, du hast es geschafft, schon 7 Rentiere wieder nach Hause zu bringen. Vielleicht schaffst du es ja doch, das Weihnachtsfest zu retten. Ich glaube fest daran. Darum verrate ich dir auch, wo diese merkwürdige Person hingehen wollte. Er murmelte vor sich hin, dass er sich darüber wunderte, dass unsere Häuser braun sind und nicht so bunt wie in Schweden am großen See, dem Vänern. Wir reisen nach Schweden. Dieser Schneemann hier sieht anders aus als die anderen Schneeleute. Grimmiger und entschlossener. Aber ich muss tapfer sein, sonst fällt Weihnachten dieses Jahr aus und ich darf bis ans Ende aller Zeiten weiter Ruten binden und Kohlen einpacken. Schneemann, bitte gib mir das Rentier heraus. Die anderen sind schon alle wieder im heimatlichen Stall. Es hat keinen Zweck mehr, es zu behalten. Wer wagt es mit Hakan, dem Kaltherzigen, so zu reden? Sprich, Warmblüter, wer bist du? Ich bin Zuki, der Weihnachtself, und ich werde Weihnachten retten. Weihnachten retten, ja?
Darum geht es dir also, um das Ausliefern von Geschenken. Hast du dich jemals gefragt, was sie damit überhaupt anrichtet? Leuchtende Kinderaugen und eine Zeit, in der die Familien zueinander finden, alte Streitigkeiten beilegen und ihre Probleme einmal vergessen. Narr, du weißt nichts. Auf Weihnachten folgt Ostern und auf Ostern folgt Frühling. Aber dieses Jahr nicht. Euer Frühlingskomplott hat nun ein Ende. Dieser Winter wird ewig währen. Du wirst das Rentier nicht bekommen. Der Schnee wird die Welt beherrschen. Huh? Sidescroller? Der ist aber schnell darüber gekommen. Wenn ich das Rentier zurückholen will, werde ich wohl auf die Eisschollen springen müssen, die mich dann nach und nach auf die andere Seite bringen. Okay. Eisschollen springen, Anleitung. Laufe von einer Eisscholle zur nächsten und finde den Weg über den See. Aber Achtung, die Eisschollen tauchen nach einer Weile unter. Kann ich mit dem reden? Weise alter Pinguin. Hallo Zucki! Huch, bist du nicht der große, alte Pinguin aus Grönland? Was machst du hier? Mich bei dir bedanken und dir bei deiner Aufgabe helfen, zumindest wenn ich dies kann. Ich brauche keine Hilfe, danke. Hilfst du mir bei den Eisschollen? Könntest du mir helfen, auf die andere Seite zu kommen? Ich schaffe es einfach nicht. Kein Problem, spring auf meinen Rücken. Was? Nein! Es geht sofort los. Nein, das wollte ich nicht. Was? Ich wollte es ausprobieren. Oh Mann. Der Feind lässt sich nicht abschütteln und er hat auch noch Verstärkung. Wie konntest du es schaffen, mir hier zum Hauptquartier zu folgen? Ich habe ein Ziel, für das zu kämpfen sich lohnt und ein warmes Herz, das mir Kraft gibt, im Gegensatz zu dir. Dein Herz ist kalt und hart wie ein Klumpen Eis. Du hast keine Gefühle und keine Liebe in dir, sonst würdest du so etwas nicht tun. Keine Gefühle, keine Liebe, kleiner Elf, du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich habe alle Schneemänner zusammengetrommelt, die ich finden konnte. Uns alle vereint die Angst vor dem Frühling, die Angst vor dem Schmelzen. Björn kommt aus einer kalten Gegend, er hat es geschafft, den Sommer zu überdauern. Er ist angetaut und darum etwas seltsam. Doch er ist unser wichtigster Informant. Er hat die Menschen beobachtet, wie sie mit mächtigen Zaubern die Jahreszeiten ändern. Erst feiern sie Weihnachten, damit es schneit. Und wenn sie es wieder leid sind, feiern sie Ostern, damit es warm wird und aller Schnee wieder vergeht. Aber wir werden uns dagegen wehren. Wenn kein Weihnachten stattfindet, wird danach kein Ostern kommen und somit auch kein Frühling. Und wir Schneemänner werden unsterblich. Aber, Hakan, die Menschen begrüßen den Winter mit Weihnachten und mit Ostern den Frühling. Sie zaubern ihn doch nicht herbei. Was macht dich da so sicher? Woher willst du wissen, dass es nicht umgekehrt ist? Die Menschen feiern auf verschiedene Weisen Weihnachten und manche feiern es überhaupt nicht. Auf die Jahreszeiten hat das keinen Einfluss. Sie kommen und sie gehen, wie sie es für richtig halten. Die Menschen kümmern sie nicht. Aber wenn das wahr ist, was du sagst, dann sind wir unwiderruflich dem Schmelzen geweiht. Das ist unser Untergang. Erbaut, um der Sonne zum Opfer zu fallen. Und übrig bleiben nur ein paar schwarze Kohleaugen. Augen, die fragen, warum? Hakan, ich glaube, du übertreibst etwas, aber ich glaube, mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich weiß, wie ich dir und den anderen Schneeleuten helfen kann. Aber bitte gib zuerst unser Rentier frei, damit es nach Hause fliegen kann. Es hat sicher genauso viel Angst wie du. Du hast recht. Hiermit übergebe ich, Hakan, dir die Geisel. Unser Kampf war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Komm raus, Gefangener, du bist wieder frei.
Wenn ihr einfach um Hilfe gebeten hättet, wäre jemandem vielleicht schon viel früher der Einfall gekommen, wie man euch helfen kann. Ruft deine Schneemänner zusammen und kommt mit mir. Wir reisen zum Nordpol. Oh oh. Meine lieben Weihnachtselfen, Rentiere und Schneemänner. Wir haben es geschafft. Heute ist Heiligabend und der Schlitten ist startbereit. Ein besonderer Dank gilt dabei an Zuki, der nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Rentiere wohlbehalten wieder zu Hause angekommen sind, sondern auch unseren Freunden, den Schneeleuten, geholfen hat, eine Lösung für ihr Schmelzproblem zu finden. Danke, Weihnachtsmann. Nicht doch, gefreiter Zuki. Wir sind es, die zu danken haben. Dank deiner klugen Intervention konnten wir den Frühling zwar nicht besiegen, aber uns eine neue Basis errichten, wo er uns nicht erreichen kann. Von unserem neuen Hauptquartier am Nordpol aus können wir eine neue Taktik erarbeiten. Oder uns ganz einfach zurücklegen und die Kälte genießen, ohne Angst zu haben, dass es der letzte Tag mit Minusgraden gewesen sein könnte. Wer hätte gedacht, dass es ein Land gibt, in dem das ganze Jahr über Winter ist? Du sicher nicht, Schmelzbirne, Birne. Freunde, ich muss nun los und den Kindern das Lächeln bringen. Nur eines noch möchte ich verkünden. Zuki, ich habe mich in dir getäuscht. Du bist manchmal ein Tollpatsch, aber auch der mutigste Weihnachtself von allen. Und darum möchte ich, dass du ab sofort wieder zusammen mit den anderen in der Weihnachtswerkstatt arbeitest. Juhu! Nur lass bitte den Zuckerguss in Ruhe, ja? Echt toll! Und wer bindet nun die Ruten und verpackt die Kohlen für die unartigen Kinder? Diese Aufgabe wird fortan gerecht unter den Weihnachtselfen aufgeteilt. Ich denke, so sind alle zufrieden. Lebt nun wohl, wir sehen uns bald wieder. Und wenn der Schlitten über den Himmel fliegt, wird es sein, als wenn man eine Sternschnuppe sieht. Mögen unsere guten Wünsche dich auf deiner Reise begleiten, Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten. Vielen Dank für das Spielen von Zuki, der Weihnachtself. Eine Produktion von Game Alchemists. Wir hoffen, ihr hattet beim Spielen genauso viel Spaß wie beim Entwickeln. Okay. Coyote und Baxeda. www.schattenfeder.de. Okay. Das Spiel Zuki wurde von Game entwickelt und da liegt den Kopf. Ja, das ist klar, natürlich. Das ist auch klar. Was, wenn man mehr zu Datendiebstahl? Ja, natürlich. Deswegen, wer es spielen möchte, kann sich das kaufen. Es ist ein ganz kleines, es ist ein nettes kleines Spielchen. Ein bisschen verrückt vielleicht. Aber was soll's. Süß animiert auf jeden Fall. Mit sehr viel Liebe. Aha, okay. Doch, war süß und war eine gute Gelegenheit, einfach nur was Kleines mal eben zu spielen und euch damit einfach nur nochmal frohe Weihnachten zu wünschen. Es war ein, für jeden, denke ich mal, immer ein abwechslungsreiches Jahr. Zum Guten, zum Schlechten, ich weiß es nicht. Die Sternschnuppe, ja. Frohe Weihnachten. Ach, schön. Genau. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch wirklich frohe Weihnachten. Ja, das war's. Zuki, der Weihnachtself. Ein nettes, kleines, simples Spielchen. Ich habe jetzt unter 2 Euro dafür bezahlt für das Spiel. Es ist ein niedliches kleines Spiel. Es sollte auch eigentlich lediglich dazu dienen, euch auf diesem Weg einfach nochmal frohe Weihnachten zu wünschen. Ich habe jetzt noch gar nicht weitergedacht. Eventuell spricht ja auch nichts dagegen, diesen Freitag zu streamen.
Das heißt, es bleibt ja sogar noch dabei. Ich hatte, glaube ich, letzten Samstag versehentlich gesagt, dass wir dieses Jahr gar nicht mehr uns sehen. Aber stimmt ja gar nicht. Der Freitag wäre ja noch da. Was es dann gibt, müssen wir mal schauen. Je nachdem, wonach mir gerade ist. Aber ich möchte euch einfach nochmal, falls ihr bis hierhin jetzt tapfer durchgehalten habt mit diesem kleinen putzigen Spiel, noch einmal von Herzen sagen, ich wünsche euch wirklich noch ein frohes Weihnachtsfest, etwas mehr Ruhe, Besinnlichkeit, nicht zu viel Aufregung und auch nicht zu viel Aufregen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in einem der anderen oder lesen uns in einem der anderen Videos wieder oder vielleicht dann doch in einem der Streams. Ihr seid herzlich willkommen und vielen Dank an euch für alles, was in diesem Jahr sonst so gewesen ist. Ihr wart mir eine ganz große Stütze, eine ganz große Hilfe mit aufmunternden Worten, mit liebevoll gemeinten Worten und mit allem anderen eigentlich auch im Grunde genommen. Es ist immer wieder eine Freude, eure Kommentare unter den Videos auf YouTube zu lesen und immer wieder eine Freude, euch im Stream dabei zu haben und dementsprechend einfach nur danke. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.